So, ich bin an Bord. Du kannst dich einloggen. Und ich bin sehr gespannt, wie du das hier unten findest. Ach stimmt, du hast ja weitergebaut. Ich habe hier nur ein bisschen gebaut und bin immer gegen irgendwelche Inseln gesegelt. Hm. Hat ich den Anker gezogen oder habe ich uns treiben lassen? Weiß es gar nicht mehr. Nee, ich habe uns treiben lassen. Es sind diesmal auch keine weiteren Mods dazugekommen, sind immer noch dieselben. Eigentlich könnte ich mir auch das vorstellen, dass wir sowas mal wegräumen noch. Das zum Beispiel, weil sie hier hin tun. Und dann und drüber. Könnte vielleicht geil aussehen. Oh, sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Da ist sie. She is joined the raft. Guten Tag. Hallo. Hallo. Nestor? Die waren letztes Mal schon da, die hast du scheinbar nicht mitbekommen, weißt du. Die waren schon da, als du noch da warst. Sicher? Ja, du hast sie noch nicht gesehen. Weil du wahrscheinlich mit deiner Plantage beschäftigt warst. Die gab's letztes Mal schon. Hier oben hat sich auch nichts geändert. Mehr unten alles. Außer, dass wir hinten den Rahmen fast fertig haben, ringsrum. Das schon. Welchen Rahmen? Ja, außen, dass du hier hinten schon so weit laufen kannst. Ach so. Teppich, Pflanze. Mhm. Mhm. Die Enden da oben sind jetzt sogar von hinten beleuchtet. Mhm. Oha. Na? Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Die Ecke hier vorne ist entstanden zusammen mit dem Chat. Du hast Wolfi und Corinna aufgehoben. Ja, alles ich hatte klar. Noch nicht genügend Platz, ich würde auch dort die anderen aufhängen. Was ist das hier jetzt alles? Strom, ne? Das ist nur Batterienlader. Genau. Damit können wir Batterien einfach nur geladen. Eigentlich total Quatsch, wir fahren in die Richtung und die Dinger drehen sich aber quer, also daher ist ganz putzig. So, Federn, Planken, Seile. Blätter, Steine, Plastik. Mehr ist noch nicht geworden. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier die Öfen hier drüben reinsetzen. Und oben drüber noch entsprechende Truhen dazu. Mhm. Dachte ich mir jetzt jedenfalls gerade mal so. Und die anderen Kisten sind ja alle noch leer. Was ist denn das? Hier ist. Das ist nicht Kiste, da bin ich noch nicht. Ja, genau. Genau. Das sieht doch gut aus. Oh, es freut mich. Sie ist damit zufrieden, was wir gebaut haben. Was du gebaut hast. Wir mit dem Chat. Meinte ich und der Chat. Der Chat und ich. Du weißt doch, was ich meine. Kann ich hier halbhohe Wände reinziehen? Cool. Das heißt, wir brauchen zwei noch Öfen. Dafür brauchen wir Schrott und Nägel. Und Schrott und Nägel haben wir nicht. So. Wo waren meine Metallkiste? Oh, du hast ja jetzt hier sogar einen Zaun da drum gebaut. Ja, damit man nicht ständig reinfällt. Letztes Mal die ganze Zeit passiert, das ging mir so auf den Keks. Und deswegen dachte ich mir, ach, es schadet vielleicht nicht, wenn wir einen Zaun nutzen.
War jedenfalls so meine. Meine Gedanken. Was? Jetzt auch noch aufgehängt? Warte nochmal. Mein letzter Stream vor dem Hängen war nicht mal. Was? Kann man, raff ich es schon wieder nicht? Wahrscheinlich raff ich es nicht. Kim versteht es bestimmt. Da fehlen Kommas. Jetzt auch noch aufgehängt. Was? Noch? Was? Noch? Fragezeichen? Beziehungsweise. Ja, und mein letzter Stream vor dem Hängen. War nicht mal. Tot. Absteigen. War nicht mehr tot gerade. Hier, guck mal, die Möwen, die da vorne jetzt brüten. Hm. Die kann man auch wunderbar jetzt erlegen. Ich wollte es nur mal sagen. Wenn man wollen würde, könnte man. So, haben wir noch Schrott und Bolzen? Schrott habe ich nur einen. Bolzen könnte unten noch sein. Also Bolzen kann ich herstellen. Ah, und Schrott kann ich herstellen. Okay. Nein, Schrott bitte nicht herstellen. Wenn du Schrott herstellst, verballerst du Bolzen und sowas. Dann lass uns lieber wieder an der Insel gehen und da rumschnurcheln. Wenn wir das nicht zwischendurch durch die Fässer finden. Wenn du jetzt, wenn du nämlich auf Produzieren gehst und klickst mal auf die Schraube und siehst, was du für Schrott brauchst, dann ist das nicht so geil. Hättest du mir das nicht eher sagen können? Hast du es schon vermacht? Ja. Ja, du hast das Nein dann gesagt, als ich meine Axt schon hergestellt hatte. Alles gut. Ja, wir brauchen wieder mehr Eisen. Ich arbeite ja drauf hin. Dass das kommt, dass wir das hinkriegen. Okay, und wie kommst du jetzt auf die Wunschmahlzeit? Als letztes Mal wahrscheinlich. Aber du stirbst doch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. So, und Schrott haben wir jetzt wo bisher? Wäre bei der Kiste, die beim... am Anker steht. Aber die ist aktuell leer. Wir haben gerade keinen Schrott. Ich habe ein einziges Schrottstück. Das wäre hier was. Ich habe jetzt hier drei mal reingetan jetzt. Okay. So, ich habe hier auch noch Kupfer und Metall. Erz oder Braun? Erz? Tu da in die Kiste rein. Okay. Ich kümmere mich dann ums Verbrennen. Aufgehängt, egal, macht euer Spiel, beachtet mich einfach nicht. René, vielen lieben Dank für 31 Monate Treue. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und vielen lieben Dank für dein Abonnement. So, wird gerade düster, hm? Wo ist denn jetzt unser ganzer Schrott? Warum kommt denn hier gerade nicht hier wirklich was? Wir werden doch da schon ein bisschen mehr bekommen. Als das bisschen, was hier gerade rantreibt. Es ist schon ein bisschen mehr als sonst, ja. Essen hatte ich dir zwischenzeitlich alles in deine Kisten geschmissen und immer mal gekocht. Ich habe mich jetzt... Ich mach mal mit. Dann mach mal mit, Kim. Vielen lieben Dank für... 13 Monate Ingame-Treue auf Twitch. Ich dachte, wenn René jetzt hier einmal anfängt, muss ich mal weitermachen. Gruppenzwang meinst du? Genau. So, also alle anderen dann bitte auch Gruppenzwang, ihr habt's gehört. Vor allem ein Hype-Train nähert sich. Geht ja schon wieder gut los, wollt? Wollten wir ja eigentlich immer wieder haben, ein Hype-Train. Ich hab da nichts dagegen, das wisst ihr. Ich bin immer gehypt, wenn ihr traint. Aber da müsste noch ein bisschen was kommen, so wird das nichts.
So. Warum kann ich das Ei nicht nehmen? Vielen lieben Dank, mein Lieber. Einmal etwas trinken. Welches Ei denn? Das hier. Weil da keins liegt? Bei mir liegt da eins und da steht auch drauf Ei nehmen. Bei mir steht liegt da nichts. Ich sehe kein Ei. Ich lade vorhin lagen da zwei Eier, das ist ja, aber jetzt sehe ich doch keins. Na, die habe ich gerade aufgenommen. Mhm. Na schick. Dann kann man nochmal zwei Böden bauen. Ich bin so ein richtiger Bodenbauer. So, dann müssen wir nur hier oben zumachen und dann, ja. Dann haben wir die unterste Etage erstmal. Auch wenn mich die Gruppe zwingt, das geht nicht. Coco, das war Spaß. Ihr seid hier nie gezwungen, irgendwie zu unterstützen. Ihr wisst ganz genau, dass wir das aus Spaß und Freude machen. Wer unterstützen möchte, wer sich da beteiligen möchte, kann das gerne machen. Aber ihr seid niemals gezwungen dazu. Niemals. Wäre noch schlimmer, wenn wir euch hier zu irgendwas zwingen würden. Achso, da ist. Oh, eine Shaggy schwimmt hier rum. Was, eine Shaggy? Eine Shaggy. Die kannst du auch nicht umbringen, ne? Jeder muss ja mal sterben. Auch eine Shaggy. Wird das mal die beste Freundin erledigt? Sie versteht das schon. Wo ist er denn? Ich sehe sie gar nicht. Shaggy, wo bist du? Ich sehe nur noch am Leck. Da drüben. Jetzt ist er gerade unterm Boot. Komm mal vor, Shaggy. Jetzt kommt sie. Hier. Sie hat bei mir keinen Namen dran. Ich bin zu weit weg. Warum hat sie keinen Namen? Ah, jetzt ist der Name da. Warte, sie ist noch nicht so nah dran. Da schwimmt sie, die Shaggy. Jacqueline. Die Jacqueline. Nein, das mag sie ja nicht, wenn man sie so nennt. Die Shaggy. Würden sie auch niemals so nennen. Nein, dein Hai lebt nicht mehr. Wenn hier jetzt eine Shaggy ist, dann lebst du nicht mehr. Und Kim freut sich mal, irgendwie jemanden umzubringen. Guck mal, ich kann dir mal zeigen, was mit Wölfchen und Coco passiert ist. Also daher. Ja. Kim ist da, was das angeht, sehr sorgsam und behandelt alle Zuschauer gleich. Na was denn? Haie schmecken gut. Das habe ich mittlerweile festgestellt. Kann ja nicht dafür, dass sie mir schmecken. Tut mir leid, Amarus. Mir nicht. Auch das war mir bewusst. So, ich mache jetzt erstmal noch hier die Außenkante und dann mache ich den drinnen zu. In der Zwischenzeit hoffe ich mal, dass wir irgendwann mal hier ein bisschen Schrott. Oh, wir haben schon Schrott. Dass ich noch ein paar Öfen bauen kann. Du meinst Sonntag. Das ist natürlich ungünstig, wenn das so ist. Ah, jetzt habe ich keine Planken mehr. Habe ich die Planken aufgebraucht? Mann, Shaggy, jetzt lass dich doch mal aufpieksen.
So, ich guck mal, was es oben Leckeres zu essen gibt. Wir sind an der Insel. Wollen wir andocken? Können wir machen. Anker ist unten. Ist keine große Insel. Aber vielleicht können wir ein bisschen tauchen gehen. Ich hab mal so eine Shaggy hier. Einfach die Shaggy gekillt. Oh. Ich darf das. Na, ich glaube nicht, dass ihr das gefällt. Ich muss das dann mal im Nachhinein klippen und ihr mal schicken. Shaggy, sie hat dich halt zum Fressen gern. Jo. So, jetzt wird die Shaggy auch noch gegrillt. Auch noch. Natürlich. Schönen Gruß an deine Mädels zurück. So, hier oben haben wir noch eine Truhe. Das kann man noch nicht herstellen. Ich brauche eine neue Axt. So. Dahin, Planken erstmal wieder hier rein. Das ist halt ungünstig. Ich sehe den Ofen nicht mehr an der Stelle. Und das ist wirklich ungünstig. So, ich nehme mir ein Hai. Dann gehe ich mal kurz sammeln, ne? Ja, ich mach mit. Gerade noch vor ein bisschen Schrott, weil wir sind ja umweltbewusst. Wir räumen gerne den Schrott hier aus dem Ozean raus. Genau. Ja. Ist nicht? Eine Mini-Höhle mit Steine. Voll krass. Ja. Ist jetzt aber nicht der neue Zuhause, oder? Nö. Hätte ja sein können, dass du sagst, nee, mit dir fahre ich nie mehr zurück. Also zurück, wir haben nicht mal, wissen nicht mehr, woher wir kamen. Ich wollte gerade sagen. Unsere kleine Schaluppe da am Rand. Steine brauchen wir, denke ich nicht. Ja, ja, ich weiß, du brauchst Luft zum Atmen. Ich brauchst du sowas? Der ist manchmal ganz putzig. Ist noch eine Höhle. Die hat auch wieder Steine. Oh mein Gott. Daisy Leono, einen wunderschönen guten Abend übrigens auch auf Discord. Ich tauche direkt mit dem Boot hinauf. Und wieder runter. Aber viel Schrott ist ja nicht da, ne?
Ich sehe hier einen Limit im Wasser rumschwimmen. Wollte ich nur mal anmerken, ein Limit ist jetzt bei uns in der Nähe. Was, wie viel Schrott ist? Nicht sehr viel? Nö. Es geht. Ja, wir haben mehr gefunden, ja. Ich habe jetzt 10 Stück. Ich habe bisher jetzt einmal Schrott gefunden. Ja, der Rest müssen wir dann halt über beim... Wenn wir unterwegs sind, wieder einsammeln. Oh, kommt schlechtes Wetter auf. Ich bin schon bei 12 Schritt. Oh, Limit. Kim killt wieder kleine Haie. Boom. Boom. Scheiße, nicht getroffen. Ne, ne, ne. Und da warst du erstmal was trinken aus der Flasche. Klar. Das ist. Weil man ja sonst verdrustet, ne? Das ist wie bei SpongeBob. Trinken unter Wasser. Der braucht das aber auch. So. Nur 2 Alten hat so so gefunden. Ich würde dann jetzt noch dieses restliche Holz hier mitnehmen. Sofern ich mit einer Axt. Hast du gerade Holz verbraucht? Nö. Dann habe ich schon keine Planken mehr. Ich habe doch vorhin 8 Stück oder so ins reingeschmissen. Ich weiß es nicht, ich habe aber nichts verbraucht. Das ist gut, selbst wenn es so wäre, dann wäre es halt so. Also der wird jetzt nicht untergehen, das war jetzt nur so, hä? Hast du gerade gegorgt wie so ein Huhn oder was? Ja, weil das Chicken hier gerade ein Ei gelegt hat. Ich glaube, ich werde ein Huhn. Da hätte ich nichts zu tun. So. Wunderhübsch. Und theoretisch könnten wir dann wieder los. Wenn du soweit bist. Ich bin auf dem Schiff. Ich auch. Wir müssen wahrscheinlich nur noch ein bisschen ausparken. Das könnte gerade ein bisschen eng sein. Du packst aus? Ja. Nein, ich habe einen Baum da oben übersehen. Nein, alles gut. Egal. Ich überlege, ob wir hier... statt das so zu bauen, mit Glasboden arbeiten. Ob das sinnvoller wäre, warte mal. Weil dann sehe ich nämlich, ja gut, ich sehe das nur so lange, solange nichts oben drauf steht, ne?
Es sieht aber auch irgendwie komisch aus. Ich weiß noch nicht so ganz. Wenn man dann da drauf. Ich wollte eigentlich da drauf dann die Kisten stellen. Ich weiß nicht, ob das aussieht. So. Genau, Rille. Schmeiß die Axt über Bord. Ja, warum denn nicht? Ich kann es mir leisten. Das ist halt blöd. Ich wollte da jetzt wirklich gerne die Kisten oben drüber stellen, aber... Naja, gut. So, dann haue ich das mal hier in die Plankenkiste rein. Batterie sieht auch noch gut aus, wenn ich das so sehe. Ja, 48%. Tschüsschen! Was, du haust schon wieder ab am Haus? Naja, dann macht ihr noch einen schönen Abend, schlaf gut und freuen sich, ne? Tschüssi! Tschüss, Insel! So, uns fehlt noch Honig, uns fehlt noch Wolle, uns fehlt noch Bienenwachs, Titanbahn. Und dann haben wir eigentlich auch alles gelernt, was wir bis jetzt können. Hier vor uns ist ein Floß. Na dann. Raus, raus, hol's dir. Da kam der Wölfe runtergeklatscht. Habt ihr gesehen? Und hab sie zerlegt. Ach, nee. Wollte ich gerade gar nicht hochnehmen. Warst schon oben drauf? Ich habe mir die Kiste jetzt geholt. Ja, weil das Boot noch nicht untergegangen ist. Ja, weil ich nicht drauf gestiegen bin. Ach so, du hast einfach nur die Kiste beim Schwimmen runtergenommen. Jo. Oh, du bist ja ein Fuchs. So. Oh, hier gibt es noch eine leckere Schüssel, was zu essen. Lecker. Wir haben lecker gekocht. Sehr, sehr schön. Wie viele Seile passen eigentlich noch in unsere Seilkiste? Einige. Also man könnte gut die ganzen Seile jetzt, die ganzen Blätter um. Ja gut, aber wir fangen hier auch so wieder Seile und irgendwann haben wir so viele Seile, dass wir sie wieder nicht, die Seile nicht wegkriegen. Weil die Seile kannst du nicht einfach so in den Müll schmeißen, in den Schredder. Der nimmt ja nur Naturprodukte. Aber wir brauchen doch regelmäßig Seile. Auch nicht mehr so viel wie am Anfang. So. Also Seile ist gerade sehr entspannt eigentlich. Ist ja dann doch eher Holz, was wir brauchen. Ich frage mich, wo das Ganze irgendwie hand. Sind wir noch nicht im Strom wieder drin? Doch. Das Gefühl, wir kriegen trotzdem nicht so viel Müll, wie ich gerne hätte. Ja.
Ignore Stackable Item Check. Was heißt das denn bei Shared Item? Achso, das ist wahrscheinlich, wenn du dann Items im Inventar hast, also das erst nicht stackt, sondern erstmal bei dir reinschmeißt. Das kann sein. Die Kiste mit den Dingern voll? Dreimal. Kann doch nicht nur sein, dass wir hier zwei Holzstückchen gefunden haben. Und echt relativ wenig ran. Tote Möwe. Tote Möwe. Du machst da. Wollen wir jetzt einfach geradeaus, ja? Wir sind jetzt hier gerade aus. Nee, ich überlege, ob wir uns nicht quer drehen wollen. Das habe ich ja das letzte Mal schon immer gemacht. Weil wir dann mehr. Ja, kriegen. Deswegen, dann drehen wir uns doch quer. Und stopp. Ja, genau. Und dann einfach mal so durchrollen, dass wir ein bisschen mehr kriegen. Es sieht zwar cool aus, wenn wir gerade fahren. Naja, aber dafür kriegen wir halt nicht so viel. Richtig, hier liegt zum Beispiel noch eine Möbel, die wir kriegen. Wo kommt denn die Batterie her? Habe ich dir gerade hier in der Maschine die Batterie geklaut beim Vorbeilaufen? Olle, nimm doch nicht immer die Batterie hier weg. Gib mir das echt schlimm. Was reinkommt. Wir brauchen halt das Holz zum Weiterbauen. Wir können sonst nicht so wirklich bauen. Was ist das denn von der Breite ungefähr? Also hier schließen wir perfekt ab. Das geht noch nicht, okay. Das mit den Öfen ärgert mich gerade, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was funktioniert denn nicht?
Naja, das funktioniert schon, aber es sieht halt scheiße aus. Das bringt uns nichts, weil ich nicht sehe, wann der durchgebraten ist mit den Eisen. Da müssen wir dann noch warten, vielleicht gibt es noch einen neuen Ofen später. Kann ja auch sein. So, ich habe jetzt hier mal wieder so ein paar Planken eingesammelt. Mhm. Musst du aber, glaube ich, in die Kiste schmeißen. Die hatte bestimmt noch nicht. Ich hatte schon was reingetan. Damit sich das dann von automatisch. Ich habe da gerade nur zwei Planken drin gesehen, deswegen. Gerade mal vier Planken da. Dann hast du aber zwischenzeitlich schon welche rausgenommen. Ja, sechs Stück bloß. So. Hier ist nochmal eine Insel, wo wir da nochmal andocken. Oder eher nicht? Nö. Gut, wir fahren weiter. Der rote Beete allerdings müsste doch funktionieren. Haben wir nicht Kurkuma da? Oder hatten wir den schon vorher? Kurkuma haben wir nicht. Und den verarbeitet schon bestimmt. Dachte ich, hätte mal Kurkuma mitgebracht. Nein. Oh, mich. Haut sie das arme Bäumchen. Limit, wie ist es da unten? Nass. Nass? Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ah. Ja, ihr werdet da oben auch noch gebaut. Fertig. Das taucht noch alles sehr, sehr lange. Ich habe halt mit dem Bauen gerade mehr Bock als Storyline. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oder ob du langweilig. Wie es dir geht, ob es dir langweilig ist, dass wir hier gerade so viel nur beim Bauen sind. Und dergleichen oder ob es geht. Es geht. Begeisterung ist es nicht, oder was? Ne, ich mache halt hier. Also wir können auch, wie gesagt, Storyline angehen, wenn du wieder willst. Machen wir mal. Alles gut, ich sammle halt hier so ein paar Sachen und. Die ich dann verbauen darf. Da ist jemand müde. Bisschen. Es war auch heute ein echt anstrengender Tag. Ich habe ein Ei gefunden. Ja, Entschuldigung, ich mache die Hose wieder zu. So.
Dann tauschen wir mal die Batterie. Das ist, die Leuchten ist sehr praktisch, dass man wirklich sieht, wenn die alle sind. So, hier oben kommen dann überall nochmal Truhen hin. Und bei den Öfen weiß ich noch nicht so genau, wie wir es machen. Es sei denn, wir machen kleinere Truhen. Es gibt auch die anderen, die könnten wir ja vielleicht an die Decke hängen. Ich glaube, die könnte man noch hier so an die Decke hängen, ne? Dass wir die so machen vielleicht. Könnte man sogar stapeln. Dann könnte man die Wände halt daneben auch zumachen. Also hochsetzen. Es sieht halt nur dann hier komisch aus. Da müsste man vielleicht mal die Wand rausnehmen. Was gab es denn noch für Kisten? Das war das große. Ich muss mal kurz gucken, wie viel da drin war. Ins Fass. Beziehungsweise in diese Kiste. Hier passt sehr wenig rein. Wie viel haben wir hier drin? 5 mal 4, also 20. Und hier deutlich mehr. Und nehmen wir die Kiste. Kann man das so machen? Schade, ich kann es auch nicht draufbauen. Ich dachte, ich kann es vielleicht draufbauen. Könnten wir maximal noch das hier probieren. Genau in dem Moment, wo ich ein Seil haben wollte, zack, geht jemand in die Seilkiste. So, und das ist 5x4, das ist genauso groß wie die Holzkisten. Dann lassen wir die Holzkisten. Ich habe jetzt gerade neue Seile hergestellt gehabt, deswegen war ich gerade dort. Ja, alles gut. Ich wollte gerade so, Seile machen, wie so, oh, funktioniert ja, zack. Und dann so, nö. In Benutzung. So, dann nehmen wir die Wand hier nochmal raus. Einmal. Zweimal und dann setzen wir eine neue Wand rein. Könnten theoretisch hier eine Halbruhe hinsetzen. Und dann theoretisch 4 Kisten nehmen. Das sind sogar genau 4, die wir haben. Und die halt so drüber hängen. Passt zwar nicht ganz so viel rein. Aber es sieht jetzt nicht verkehrt aus. Und dann könnten wir hier beispielsweise Eisen reinschmeißen. Eisen bauen. In den nächsten kommen die Kupferbahnen rein. Dann haben wir ganz hinten noch Schrott. Ganz hinten Schrott drin und dann haben wir hier diese Teile. Das heißt, ich bräuchte noch mal 4 Schilder, wenn wir noch keine haben. Die kann weg. Hier ist noch eine Truhe.
Oh, hier haben wir sogar noch das andere Zeug. Okay, machen wir Schrott separat in der Kiste. Da wird Schrott eine große Kiste, wäre vielleicht sinnvoll. Ich rede wieder mit mir selbst, ich weiß. Spannend. Ja, was soll ich denn gerade dazu sagen? Eisen, Kupfer. Und dann machen wir nämlich hier. Lass mal das Eisen hier mit rein. Ah, nee, halt, das Eisen wollen wir da drin lassen, oder? Das Zeug lassen wir hier mit drin. Und Schrott raus. Schrott tun wir jetzt mal hier mit rein. Und dann tun wir da nämlich Glas, Lehm und das Zeug. Wobei wir können auch Schrott erstmal noch mit rein tun da. Dann haben wir nämlich hier wieder eine Kiste gespart. Machen das erstmal nochmal so als eine Art Mischkiste. So, passt. So. Wir müssen dann auch irgendwann mal wieder anfangen zu angeln, damit wir diese goldenen, diese speziellen Viecher verkaufen können. So, vielen Dank für die leckere Süppchen. Kannst du bitte mal die Möwe dort killen? Schon weg. Danke. Ja, ne? Kümmere mich doch gerne um unsere Gäste. Wo bist du denn gerade? Ich habe mich um jemand anderes gekümmert. Limit existiert nicht mehr. Genau. Das ist meine Rezension. Also wenn ihr mal ganz lieb sein wollt, der Limit hat uns gefragt, ob ihr ihn unterstützt und eine Rezension zu seinem Spiel schreiben, wenn ihr Bock habt. Ich habe schon gemacht. Ihr könnt gerne auch eine Rezension schreiben, wie ihr das Spiel denn gefallen und gefunden habt. Auch wenn ihr selbst nicht gezockt habt, sondern nur bei uns gesehen habt. Könnt ihr ja gerne was dazu schreiben. Ich denke mal, darüber würde er sich auch sehr freuen. Müsste das natürlich über Steam schreiben, ist klar. So. Was? Okok. Das Essen hat Essen gelegt. Ist ein Küken wenigstens geschlüpft? Machen wir Chicken Nuggets. Was? Ich dachte, du willst das so nicht hören. Ja gut. Das war jetzt auch nur ein Spaß. Okay. Dann brauchen wir hier noch mal ein paar Lichterketten.
Und dazu tendenziell ein oder zwei Fackeln. Zwei Fackeln. Okay. So. Dann nochmal nach oben. So, also der Rumpf ist ja mal verkleidet außen. Mhm. Und jetzt geht es langsam dazu, den Rest noch zu verkleiden. Das ist ja eine süße kleine Insel, da ist ja gar nichts drauf. Planken hier. Irgendwie schaffe ich es immer, die letzte Planke rauszunehmen. Wie rum ich das immer hinkriege. Wahrscheinlich, weil ich gerade noch Planken nachgelegt habe beim Essen. Das kann sein. Ist hier an sich nicht schlimm. So, hier drüben habe ich jetzt auch schon mal fertig gemacht. Das Gefühl, das Ding sitzt falsch, ne? Wir haben einen neuen Haifreund, habe ich gerade gesehen. Aha. Wissen wir dann auch schon, wer er ist? Wer kommt denn zum Essen zu Besuch? Hab ich noch nicht gesehen. Lass uns mal überraschen. Wer sich diesmal in unserem Magen auf die Teller? Nein, das ist auch falsch. Wir nutzen ja nicht mal Teller. Gerade sagen, da oben ist auch was machst du. Das war gerade der Kopf, der da über die Dachkante ging. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, was denn? Nein! Scheiße. Möchte. Ich habe die Möwe zu spät bemerkt. Jetzt haben wir keine Melone mehr. Keine Melonensamen oder was? Ja. Du kriegst ja eh nicht bei jeder Ernte die Melonensamen. Das finde ich ja auch übelst blöd. Ja, wir kommen auf einer Insel wieder vorbei, da gibt es wieder Melonensamen. Wenn die ganzen Dinge unter Deck sind, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das... Ich kann es jetzt noch nicht sehen beim... Es ist ein Kevin! Schon wieder! Kevin, du bist wieder zum Fressen da, aber du bist gar nicht da. Nee, nicht mehr. Dafür, dass er ja vorhin noch gefragt hat. Ja. So. Bin ich aber froh, dass wir nicht eingeführt haben, dass da nur die, die hier gerade im Chat aktiv sind. Dann wäre es ja teilweise immer ruhig, wenn nicht viele im Chat aktiv sind. Hey, guck mal, wer schon wieder die Batterie weggeklaut hat. Lass doch mal die Batterie da. Das Mal habe ich die Batterie in der Wand. Nervt nur dezent.
Ich habe hier einmal Bolzen. Wohin? Bei Nägel und Co. Über den Öfen. Ich habe das mal ein bisschen anders dargestaltet. Mhm. Ob das so bleibt, weiß ich noch nicht. Vorerst, ja. Hat mal 11 Butter gesammelt, ich dachte, ich wäre mehr. Das machen wir jetzt nachher so ganz gemütlich auch langsam zu. Wie findet ihr denn das eigentlich, dass wir hier relativ viel bauen und uns erstmal selbst organisieren, bevor wir weiter in die Storyline gehen? Findet ihr es langweilig und öde? Genau richtig zum Runterkommen, zum Feierabend. Erzählt mir was dazu. Los. Möwe. Stirb. Das ging hier nicht, ne? Nee, es ging da nicht. Ach, das war das, wo ich überlegt hatte mit dem Balken, ne? Wo das zu niedrig saß. Insel mit Vogel. Willst du da hin? Ich sag's nur. Ich frag ja bloß, wer hier sein kann. Und ich sag's nur. Hatte ich das Ding nicht schon mal hergestellt und hier irgendwo reingeschmissen in irgend so eine Kiste? Warum hat deine Meinung, das aussieht oder eher nicht? Und dann? Mit den Gardinen? Mhm. Wäre es eine große Gardine, dann ja. Also eine große Gardinenstange. Drehst du gerade? Ja, ich probiere erstmal an der Insel vorbeizukommen. Oder putzt die uns automatisch vorbei? Nee. Wir sind doch jetzt voll auf die. Ach nee, wir sind ja quer gefahren. Wir sind ja gar nicht auf die Insel zugefahren. Ja. Ja, ich drehe schon wieder richtig. My fault. Entschuldigung, Captain. Dürfte wieder passen. Nein, ich hol dich weich. Also nimm es wieder. Okay, dass das geht, wusste ich nicht. Man kann den Vorhang zumachen. Ah. Sieht trotzdem scheiße aus. Was noch ginge? Warte mal. Wir könnten...
Wir könnten das so machen. Ich bin gerade im Wasser, warte bitte. Ja. Kein Problem. Kommen wir noch zu den Zeiten, Süppchen. Schöne Kartoffelsuppe. Weil auch das mit diesem Balken komisch aussieht. Na, erstmal Kims Meinung abholen. So, da haben wir das. Wie viel haben wir? 20, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Mal gucken, was noch kommt. Du denn schon mit einem Heidenarm Kevin töten? Nein. Nicht? Ganz was Neues. Oder tauchst du um die Insel? Ich habe gerade ein paar Erze geholt, ja. Ah, okay, cool. Nicht viel, aber. Ist doch vollkommen ohne. Ist doch vollkommen ohne. Gerade wenn man so uns so langsam vom Schiff entfernt, geht das auch noch mit dem Schiff treiben. So. Ja, wie gesagt, mit einer Gardinenstange und dann halt links und rechts. Die Gardinen wäre halt viel schöner. Auch mit dem Fenster oben drüber, sag ich mal so. Die Fenster, die sind okay. Ach, dann fällt das runter. Die Fenster. Das ist jetzt ja Mist. Ich dachte, die Fenster... Soll ich die Fenster wieder anbauen? Mir ist egal. Du kannst sie auch ablassen, wenn sie jetzt eh schon einmal ab sind. Ja, gerade sind sie ab, ja. Ich wollte halt nur irgendwie diesen Eingang da ein bisschen anders gestalten. Wusste auch noch nicht wie. Das Eisenerz, kann ich das auch mit zu Eisen reintun? Ja, ja, und du kannst auch gleich in die Öfen sonst schmeißen. Es geht immer nur einmal. Ja, in eins passt immer nur eins rein. Deswegen stehen da ja vier Öfen. Damit wir genügend Möglichkeiten haben, was hier. Also kann ich das jetzt auch bei den anderen erstmal mit reintun? Ja. Ja klar, dafür sind die Öfen ja da. Also in allen alles drin. Also was wir noch machen könnten, wäre hier unten auch noch eine Tür oder sowas reinbauen. Ja, oder man ist halt so offen. Können wir auch machen. Ja, dann baue ich erstmal oben die Decke zu. Und guck dann mal weiter nach. Ob wir noch ein paar Kisten bauen können. So. Hase, du hast immer noch gar nicht umgestellt. Was? Ach. Steht noch Just Setting, meinst du? Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Jetzt haben wir es gemacht. Bist du nicht aufmerksam? Mhm.
Frage ist, wie viele Kisten brauchen wir dann noch eigentlich für was? Weil die Grundsachen haben wir ja dann alles schon. Wir haben hier drüben nochmal 4 Kisten. Da ist der Anker. Also das ist ein... Ach so, das sind diese. Okay. Die Farböl haben wir noch nicht. Ja, doch. Könnten wir zum Beispiel mal hier hinstellen? Nee, können wir nicht, weil das Metall ist. Das Metallboden, da würde ich es nicht hinstellen wollen. Da würden wir uns die Angriffsfläche für den Hai vergrößern. Das wäre jetzt ungeil. Ungeil. Das ist ja auch mal ein interessantes Wort. Ungeil. Ich überlege gerade, wo wir die Farbmühle hinbauen können. Die Farbmühle? Ja. Das ist eine Mühle. Für Farbe. Damit können wir Farbe herstellen. Und damit können wir das Schiff anmalen. Wäre doch nicht so verkehrt, oder? Ist das nicht, nö, so, nicht so von außen oder sowas, innen, alle Farben möglich. Wobei ich das so hölzern auch sehr schön finde, aber ja. Ja, man kann ja aber dann verschiedene Etagen machen oder sowas, also nur den Fußboden oder nur außen oder so. Ist ja dann erstmal gänzlich offen. Aber vielleicht machen wir das auch erst dann, wenn wir oben unseren Pflanzbereich bauen, dass wir dann für jede Pflanze vielleicht einen Bottich bauen. Und dann wieder dasselbe drin ist zum Pflanzen oder so. Weil dann kannst du, kommen nämlich bald auch die Blumen zum Pflanzen. Was müsste denn sonst noch hier unten rein? Also Kisten würde ich jetzt nur noch 4 hier drüben erstmal machen. Und da mal sehen, ob das schon ausreicht. Und dann lieber die Seite hier drüben andersweitig noch gestalten. Wo ich aber noch nicht weiß. Das Gefühl, die Batterie ist leer, genau. Wie kann die Batterie leer sein? Was? Weil die sich aufgebraucht hat? Naja, aber wir benutzen diesen GBS-Sender doch gar nicht. Nein, aber das Ding hier, die Presse. Ach so. Die hat auch eine Batterie dran. Und deine oben, dein Fruchtding hat ja auch eine Batterie. Limit, vielen gern geschehen. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Hat der Limit gerade privat geschrieben? Das ist vollkommen richtig, das hat er getan. Kann natürlich auch sein, er ist gar nicht im Stream, sondern hat mir einfach nur so geschrieben. Und das weiß ich jetzt natürlich nicht. Würde ich sonst noch eine zweite Presse bauen? Ich denke mal, die frisst gerade so viel an Material. Dass wir vielleicht gar nicht so verkehrt wären.
Gefahr natürlich noch größer, dass man hier eine Batterie mitnimmt beim Einsammeln. Vielleicht stehen die auch an der Stelle ungünstig. Mal schauen. Ich habe da noch nie eine Batterie mitgenommen. Das schaffst wieder nur du. Hier ist gerade eine größere Insel. Ich würde mal... Na dann. Eine mit Tieren, also mit Piepmatz oder sowas, oder? Mm-mm. Okay. Oh, das sieht aus wie zwei Wölfe. Komm mal hierher, hier hoch. I'm on the way, I'm on the way, I'm on the way. Ja. Guck mal, wenn du dir die Insel anguckst, sieht aus wie zwei Wölfe. Ja, ja, ja. Oh. Oh, süß. So. Das ist eine schöne Insel. Hier bleiben wir jetzt und bauen unsere Basis auf. Anker hast du gesetzt, ja? Ja. Achso, ich nehme vielleicht meine Haimaske mit. Vielleicht. In meinem Glück ist das immer so. Nee, ja. Ja, weil du halt zum Anbeißen bist. Ja, ich glaube, der Hai sieht das auch so, ja. Ja, und ich teile die Meinung mit dem Hai. Wer ist denn gerade der Hai? Immer noch Limit? Nee, immer noch Kevin. Das stimmt. Ich komme nicht hoch auf die Insel. Jetzt. Du tauchst gerade? Ich tauch gerade, ja. Okay, dann mache ich oben die Insel und du machst unten. Ich habe Melonen gefunden. Er ist auch dieses Loch da in dem Schiff. Dann geht's hier noch höher, bestimmt. Und Ananas. Und ein Rezept für eine Gemüsesuppe, die haben wir glaube ich schon, ne? Das ist das, was du die ganze Zeit machst. Ich glaube, das müsste die mit Gemüsesuppe sein, ja. Oder zumindest kriege ich immer nur Kartoffelsuppe vorgesetzt. Ja, Kartoffeln oder Rüben können es sein. Ja, der macht aber immer nur Kartoffeln, wenn der auf automatisch klickt. So. Die Samen. Ja, Gemüsesuppe haben wir schon. Gut. Dann mache ich jetzt, wenn Kim unten erkundet. Will ich mal das nutzen. Und das nutzen. Haben wir gar nicht mehr, habe ich das Gefühl, okay. Dumm.
ganz schöner Wellengang hier. Findest du? Ja, es wird hier ganz schön durchgeschaufelt. Guck, ob das geht. Nein, geht nicht. Schade. Was wolltest du denn gerade machen? Ich wollte mich gerade mit dem Stuhl hinsetzen und gemütlich angeln. Das ging nicht. Ich konnte nur entweder angeln oder Stuhl. Kombination ist schwierig, das kann der Mensch nicht. Blöd. Ja. Ich dachte, ich hau jetzt mal einfach mal, angel mal diese besonderen Fischer. Dass wir beim nächsten Mal, wenn wir so einen Händler haben, da mal ein paar Marken bekommen. Nicht, dass du anbeißt, pass auf. Oh, hab ich weit geworfen. Einfach nur runterfallen lassen. Ja, die kannst du einfach fallen lassen. So, was durfte ich nicht herstellen? Bolzen oder Schrott? Schrott. Weil Schrott wird aus Bolzen, Metall und Nägeln hergestellt. Und Schrott kannst du aber sammeln unter den unter Wasser. Hm. Ist der Kevin jetzt dran? Nein. Lügst du? Nein. Ich weiß aber schon, dass ich hier über dir bin und das sehe, was du da machst, oder? Wie sie kurz rüberguckt und dann wegtaucht. Ich hau schnell ab. Die Frau. Ich schwimme mit Delfinen. Weißt jetzt noch an und dann angel ich dich gleich. Hab ich dich gleich am Haken. Kevin, du bist tot. Psst, der schläft nur. Der macht nichts. Es sieht ja aus, du würdest ihn streicheln, aber ich weiß, dass du ihn nicht streichelst. Ham, 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 ne? Schmeckt ja, das schmeckt ja, das dachte ich mir. Komm, ist ein Postel. Du bist eine Möwe. Na, wahrscheinlich am Obst. Ja, schön, aber ich kann gerade nicht, ich muss gerade die Angel reinwerfen. Einholen. Das ist schon fertig. Dreckvieh. Ist aber nicht nett, wie du mit ihr redest. Geh mal, dass ich so auch immer absteche. Aber da fällt mir ein, man könnte mal wieder Hähnchenschenkel essen. Du meinst so Chicken Wings, ja? Nee, Hähnchenschenkel. Aber Chicken Wings sind auch gut. Also die Insel oben rum habe ich abgefrühstückt. Also wenn wir wollen, kommen wir dann weiter. Es sei denn, du willst unten auch schauen. Das überlasse ich ganz dir. Ich, ihr kockert schön, ne? Oh, wir fahren weiter. Ja. Hast du einen Angel gehoben oder was? Du hast noch gedreht. Ich habe einen Angel geholt. Weil wir gleich, weil es gleich so aussah, als würden wir sauber wegdrehen, aber wir sind doch durch Zufall richtig geschwommen vorhin. Haben geschippert. Wir sind vorhin schon richtig geschwommen. Okay. Du musst mich nicht überbohren, bitte. Nein. Nicht. ja, gut.
überlebt. Moment, ich muss die anderen erst einholen. Nein, ich hab da nur eine Wasserflasche. Ich bitte nicht. Nein, nein. Das Problem ist, man kommt ja darüber gar nicht mehr rein. Ah, ich habe gerade gehört, ein Hai ist ja wieder da. Ja, er hat durch mich gebissen. Ich komme nicht rein. Ich komme gerade nicht ans Boot. Ach. Jetzt. Was sind diesmal? Ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Er hatte mich gerade zum Fressen gern, da hatte ich keine Zeit darauf zu achten. Limit, schöne Wörter. Sag mal, wechselt ihr euch jetzt ab oder was? Da sind ja zwei. Das klang richtig gehässig von dir. Wie bei Simpsons der, oh, wie hieß der? Nelson. Nelson, genau. Ah! So, ich habe mal zwei Schredder gebaut, ne? Ich hätte die ja doch eigentlich auch in die Wand einlassen können, oder? Bestimmt. Das sieht vielleicht cool aus, wenn wir die da in die Ecke stellen. Dass wenn wir die schon hier hinten haben, dass wir die hinten in die Wand einlassen. Mal gucken. Aber du kannst es doch jetzt auch so lassen. Also ich finde es jetzt so auch nicht verkehrt. Da hast du recht, ich kann es so lassen. Boah, warum haben wir jetzt so viele Samen wieder? Wie viele hast du denn gesammelt? Nee, so viele habe ich nicht gesammelt, aber es kann sein, dass hier welche in den Fässern waren, die hier gerade standen. Die ich unten eingesammelt habe. Das war einmal Mangosamen. Okay, nee, ich habe nichts gesagt. Brauchen wir noch einen. Einmal. Zweimal. Und nochmal zwei Batterien herstellen. So. Na, hey, hey. Na, Kim. Kleines, dummes Huhn. Du bist so nett. Na was denn? Hey, hey, ist dumm. Hey, hey, ist ein kleines, niedliches, dummes Hühnchen. So, damit arbeiten jetzt hier die Maschinen schön. Wie groß wäre jetzt, wenn ich noch das andere Ding hinstelle?
Weh. Was denn? Der Abfalleimer ist, ein Lagerbereich. Wirf deinen Abfall hier hinein, statt in den Ozean. Ich habe jetzt erwartet, dass er das irgendwie zersetzt oder sowas. Achso, hier gibt es ein Trash-Symbol. Ah, okay. Ja, lass mal so stehen. Alles klar. Gut, es gibt jetzt hier drei Presser, ne? Aha. Maschinen zum Pressen. So, nochmal was schlücken. Und dann holen wir wieder Wasser um. Wo haben wir den Seetang jetzt eigentlich immer hingetan? Der ist unten in der linken Kiste über den Öfen. Weil der... Warum ist meine Vogelscheuche weg? Weil die zerstört worden ist. Die hält nur eine gewisse Zeit lang, bis die von Möwen kaputt gemacht wird. Echt? Ja. Soll ich eine neue bauen? Du willst dir selbst eine bauen? Ich mach schon. Ja, das, die hält nicht ewig. Ich dachte, die ist immer da. Nee. Deswegen, wir bauen das ja unterirdisch, also unterirdisch unter Deck und dann ist das Problem auch erledigt. Da musst du dir dann keine Sorgen machen. Ich brauche erstmal Nägel. Aus Schrott. Dürfte Schrott noch da sein? Nö. Ja, doch. Ich kann aber keine Nägel herstellen. Warte. Wie viel brauchst du? Ich brauche zwei Nägel. Alter, die liegen schon unten in der Kiste. Hier liegen müssten noch welche liegen. Bei Nägel und Co., da liegen vier Stück drin. Ich bring dir zwei. Alles gut, ist jetzt egal. Nein, hier. Na? Alles gut, ist jetzt egal. Ja. Und da sind jetzt Nägel. Wir landen an einer Piepmatzinsel. Oh, wir steuern direkt auf eine große Insel zu. Ja, sagt ja gerade, wir fahren auf eine Piepmatzinsel. Oh, das hab ich nicht gehört. Also, Piepmatz habe ich gehört, aber Piepmatzinsel habe ich nicht gehört. Alles gut. So. Das hier oben kann auch weg. Tun wir erstmal hier mit rein. Hier ist noch eine Lichterkette. Wie habe ich das denn gemacht? Von Mitte zu Mitte, ne? Ungefähr so. So, zwei Fackeln. So, Seetang, hast du gesagt, war hier unten irgendwo. Unten links. Also da ist gerade nicht drin, weil es gerade aufgebraucht hat. Aber hier unten links, da über bei Sonstiges erstmal rein. Hat noch keinen festen Platz. Kriegt's aber noch. So. Hier nehmen wir das auch nochmal weg.
Möwe. So. Bist du noch im Boot? Mhm. Also, ich denke, du bist auf der Insel, um zu erkunden. Mhm. Weiß ich ja nicht, deswegen frage ich. Wird doch. Ach, du hast uns von der Insel weggesteuert. Ja. Oh, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Nein, das glitscht durch. Nein, was? Was glitscht denn durch? Das Chicken. Durch den Boden? Egal. Und ein Chicken weg oder was? Ja. Wie? Nee, ist doch hier. Nein. Ach, das ist die Löwe, die ich dir gerade erlegt habe, ist hier so durchgeglitscht. Ich dachte gerade, unser Hühnchen ist weg. Nö. Jetzt gerade schon leicht geschockt. Nur leicht, aber trotzdem. Geschockt ist geschockt. So, wir könnten hier nochmal. Hier passt es nicht so wirklich, ne? Und dann vielleicht doch eher die länglichen? Ich sag mal so, hier schadet das ja nicht. Wie wir es vorhin auch bei der anderen Seite gebaut haben. Gerade ein Hai durchs Bild geschwommen. Ich weiß noch nicht, wer es war. Oder hast du lebt Limit noch? Limit lebt. Limit lebt. Dann war es Limit, der hier vorbeigeschwommen ist. Limit lebt am Limit. Ah, warum hatte ich den Spruch gerade auch rauchen können? In Gedanken. So. Doch was. Hier weiß ich noch nicht, was hier hinkommt. Also hier müsste noch irgendwas. Ach Mensch. Ja, bitte. Oder hat aber jemand ausgelacht? No. Sieht das noch was aus? Ich habe keine Ahnung. Ich bin die ganze Zeit nur im Keller. Ich werde jetzt voll langweilig, bestimmt für euch. Aber ich muss sagen. Ich bin hier oben.
finde das mega entspannt, hier einfach so ganz gemütlich zu bauen. Oh, ich sollte mal was essen. Hier kommen gerade übel viele Inseln, ey. Ist krass. Wenn du an einer Insel andocken willst, musst du es sagen. So. So. Wir haben Deckenschluss. Das heißt, wir haben oben zugemacht und unten ist soweit ausgebaut. Mehr oder weniger. Hatten wir damals eigentlich nur ein Radio gefunden oder gab es? Ich glaube, wir hatten nur eins. Damit du aufhörst, wenn du schön Musik hast, mach ich mal oben Musik an. Ich habe das doch oben auch gehört. Ja, ich brauche hier unten Platz. So. Dann sag das doch. Wie findest du das hier unten jetzt? So in der Form, ist noch nicht ganz fertig, ich weiß. Das sieht doch gut aus. Es fehlen noch ein paar Fackeln an der Wand. Da denke ich auch. Also wie gesagt, das in der Mitte weiß ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich der Forschungssicht. Da könnte hier auch was stehen bleiben oder sowas. Und der Pufferfisch, der hängt eigentlich nur aus Spaß, weil ich nicht wusste, wohin. Der Puffy. Ja, noch kein Namen. Hä? Doch, da stand doch vorher Puffy. Ja, ich habe ihn da oben gehängt. Achso. Jetzt steht da wieder Puffy. Nicht, wenn wir hier jetzt sowas wie das hier bauen. Sofern wir Holz hätten. Mal gucken. Aber jetzt kommen hier gar keine Möwen mehr zum Brüten. Ja, du darfst nicht so oft in der Nähe sein davon. Wenn du zu oft in der Nähe bist, hört die das. Schrott war bei sonstiges, oder? Ja, da ist gerade nichts, kein Schrott drin. So, jetzt muss ich mal gucken, wie hoch die Bäume wachsen, damit ich dann hier oben die nächste Etage bauen kann. Yay, ja, wusste doch, dass das passiert. Jetzt kommt hier oben die Etage mit den Tieren sowie mit den Pflanzen. Natürlich hat der Nachteil mit den Pflanzen. Und ist das Problem, dass wir die Pflanzen dann manuell gießen müssen. Dass der Regen dann nicht mehr funktioniert. Puffy. Wird da jemand wieder? Nein.
Also, ich würde fast sagen, dass wir hier... den hinteren Bereich für die Tiere, den vorderen Bereich für die Pflanzen, ja. Wo jetzt? Hier, ich würde hier an der Treppe wie so eine Grenze ziehen. Dass dann hier zum Beispiel zu Hause zu wäre. Dass dann der Bereich für die Pflanzen ist, der etwas größere, und der kleinere für die Tiere. Weil Tiere gibt es nicht so viele. Der hintere Bereich jetzt hier für die Pflanzen. Nee, Tiere. Warum Tiere? Ja, die da vorne. Ja, warum? Aber wenn du sagst, Tiere gibt es nicht so viel und hier hinten ist mehr Platz als vorne. Nee, vorne davon. Ist mehr Platz. Oder? Wenn wir hier die Grenze ziehen, wenn wir hier an der Treppe die Grenze ziehen, im Vergleich zu vorne hinten, findest du hinten ist weiter? Nee. Wohin willst du denn die Grenze haben? Was? Bis wohin willst du denn die Grenze haben? Ich würde jetzt hier am Geländerende. Also hier. Ja, und bis wohin? Nach hinten? Ja, quer durch und dann bis hinten bis zur Wand. Also dann bis hier hinter. War so meine Überlegung. Aber ich muss gerade mal gucken, ich kriege hier scheinbar nicht. Da habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, dass hinten mehr Platz ist. Du machst das schon. Ja, warte mal, ich guck mal. Ich jetzt hier mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 bis in die Spitze. Und von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, hinten doch größer? Dann täuschte das halt. Durch die Spitze wahrscheinlich. Also machen wir vorne Tiere und hinten Pflanzen. Gut. Aber warum kann ich das jetzt hier ärgern? Ich krieg das Geländer hier nicht. Ich wollte das hier eigentlich gerne zubauen, dass ich da das Geländer wegnehme. Ach, es gibt glaube ich doch den... Achso, ich habe das Geländer manuell gesetzt, ne? Na guck mal, du hast ja doch deine Vogelscheiße gebaut. Ja, nochmal neu. Darf ich vorstellen, das ist Herbert. Hallo Herbert, schön dich kennenzulernen, freue mich, dass du da bist. Herbert, die Nummer 1, so wie du es hier auf seinem Trikot stehen siehst. Oh, die Freude ist ganz meinerseits, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme diesen Job gerne an und ich gebe mein Bestes. Ich bin voll motiviert. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ach, der Herbert. Ich sage euch, Leute, der Herbert. Oder der Herbert, der ist ein toller Geselle. Geselle ist auch noch. Geselle. Oder Genosse. Gossengenosse. Ich verstehe. Nur Fans wissen, was gemeint ist. Mich wohl auf der anderen Seite dieser Tür erwartet. Ich weiß es nicht. Ich bin so aufgeregt. Ob mir das irgendjemand sagen kann. Was ist mit einer Tür? Nee, hier ist eine Tür. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite ist. Ich traue mich nicht, dich durchzugehen. Klopf, klopf. Ja, bitte. Hi. Was? Gutes Timing. Brausebiene, vielen lieben Dank für euren Raid. Herzlich willkommen. 14 Zuschauer, einen wunderschönen guten Namen. Der Bienenschwarm ist da, aber keine Sorge, wir stechen. Oh, das finde ich doch gut. Ihr habt solche kleinen Styroporkugeln wahrscheinlich über die Stacheln drüber. Ja? Der Bienenschwarm ist da, aber keine Sorge, wir stechen. Das sagen jetzt alle. Okay. Herzlich willkommen, einen wunderschönen... Die summen alle dasselbe, merkst du das? Mhm. Ich durfte gerade. Da wird es gleich wieder voll hier. Das sind doch nicht nur Bienen, das sieht aus wie so kleine Klumandas. So vom Optischen her. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen sind das so kleine Glumandas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da richtig liege. Sieht so aus. Aber einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ein paar Kolumnen sind auch dabei. Ja. Die unterstützen die Bienen. Die sind toll. Das sind also feurige Bienen.
sozusagen. Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank. Wir sind hier gerade ein wenig am Raften, wie ihr seht. Auf welche Höhe musste ich denn jetzt eigentlich? Hier, ne? Vier. Das ist eine Viererhöhe. Wir sind halt gerade dabei, unser kleines Bötchen weiter auszubauen. Da vorne ist wieder so ein großer Piepmatz. Klein. Kommt ihr gut voran? Ja, das ist das Oberdeck bis jetzt. Bitte. Und unten. Qualität. Und unten haben wir es doch schon recht schön gemacht, muss ich sagen. Dieses ganz kleine Boot, klar. Ja, hier ist nur ein ganz kleines Boot. Guckt doch mal, das ist ganz, ganz klein. Hier hängen schon ein paar Zuschauer. Der Wolfi und der DeCoco hängen hier schon. Die sind halt schon mal draufgegangen. Da wart ihr echt fleißig, nur wir geben uns ja Mühe. Wir spielen aber auch ein bisschen gemoddet. Aber umso mehr Spaß macht das. Also man kommt richtig geil voran. So, wo war ich denn jetzt gerade? Ich wollte beim Bauen. Kommt man leicht durcheinander hier. Verstehe ich nicht. Und dann kommt nämlich als nächstes hier Fenster. Auf der Höhe. Muss nur gucken, wie rum es sein muss. Sind die unterschiedlich? Ich sehe es nicht. Die große kann ja nach draußen, ne? Genau so rum müsste es sein. Dann. Okay. Ja, Kim kümmert sich um die ganzen Versorgung, dass wir Essen, Trinken haben und so klein und so weiter und ist Kapitänin sozusagen und ich bastel hier kreativ voran. Wie Best Friend the Deep. Genau, ähnlich wie Best Friend the Deep, da haben wir das schon mal so gemacht. Und da habe ich mich dann zur Kapitänin qualifiziert, weil Rolle uns die ganze Zeit in falsche Richtungen geführt hat. Musst du das sagen? Ja, muss ich. Ich habe mich halt ein wenig verirrt, okay. Und der Kartenrand zu finden, das war gar nicht so leicht. Wir müssen da und dahin. Nein, wir müssen da nicht da und dahin. Doch, müssen wir. Ach, okay, dann machen wir's. Scheiße, da ist der Kartenrand. Nee, aber wir mussten nicht dahin. Aber nicht nur der Kartenrand. Ich bin direkt in die Ecke der Karte gefahren. Also wirklich die Ecke von der Ecke. Das Äußerste, was geht. Ich war talentiert. Ja, wer das nachsehen will, auf YouTube, falls es euch interessiert. So. Irgendwie kommt das, sind wir gerade nicht mehr im Flow doch. Doch. Okay. Wir sind voll im Flow. Wir sind voll im Flow? Voll im Flow. Arme. Ist das jetzt richtig rum oder nicht? So rum. Ach, schön. Wenn du mal wieder an die Insel ran musst du es sagen, ne? Alles gut. Dann fahren wir da auch gerne noch mal ran. So, und jetzt hier bauen wir hier hinten kommt der Pflanzbereich, da bauen wir unsere paar Pflanzen auf. Und hier vorne kommen dann die Tiere. Und ich muss mal gucken, von hier aus muss es dann auch irgendwie dann noch mal eine Treppe nach oben geben. Wo wir dann aufs Oberdeck kommen, weil da kommt dann noch eine Etage oben drauf. Nein, klein. Ja, klein. Das ist alles klein. Ich weiß nicht, was du hast. Gewächshaus. Hier gibt es aber kein Gewächshaus. Noch nicht. Machst du dich gerade lustig? Nö. Oh, wir sind an einer Insel. So, wenn ich das hier drunter gerade sehe. Das ist vollkommen richtig. Wir sind in der Nähe einer Insel. Ja, wir docken gerade direkt an. Ach so, nett. Wir können auch kurz andocken und mal spazieren gehen. Ja, warum nicht? Mach mal einen Anker. Dann machen wir einen Anker. Mach mal einen Anker. Spart man sich das Anker werfen? Ne, in dem Fall sparen wir uns nicht. Auch nur weil wir schon an der Insel sind, sparen wir uns nicht. Oder auf was beziehst du das jetzt gerade? Das hätte ich gerne. Wahrscheinlich, weil wir halt wirklich direkt dran sind. Wieso regnet das hier rein ins Dach? Oder ist da, was sind das doch? Das ist doch, das regnet rein. Weil das Holz nicht dicht ist. Wir sind schon größer als die Insel, also. Ups. So groß sind wir.
Ja gut, aber du treibst ja dann trotzdem weg. Das ist ja der Punkt. Das ist ja... egal. Wir sind eine eigene Insel, ja. Wir sind die Schiffsinsel. Findet ihr? Also, ich kann das jetzt nicht nachfinden. Also, ich finde unsere kleine schwimmende Insel schick. Hat nicht jeder so eine schöne Insel. In der Story sind wir aber auch noch nicht so weit, weil wir wirklich sagen, wir spielen so ganz entspannt und sind gerade so mehr wirklich so im Aufbau. Also mir macht das gerade mehr Spaß, als die Storyline durchzuarbeiten. Durchzuquatschen. Ja, ne, weil da sehr viel Text dabei ist. In welche Richtung bist du geschwommen? Ich bin noch in der Nähe. Ich sehe schon, du spielst schon wieder mit Limit, ja? Ja. Ja, ja. Wir spielen gerade Fang. Ich verstehe. Ich gewinne. Ich habe das Spiel schon mal bis zum zweiten Chapter durchgespielt. Damals auch im Stream. Aber ungemoddet, ganz Standard. Und die haben jetzt gesagt, wir starten hier nochmal neu. Und dann wollte ich aber ein paar Mods drin haben, um einfach das Bauen geiler zu machen und zu gestalten. Und deswegen. Kim kennt beispielsweise das Spiel noch nicht. Also, was die Storyline angeht. Ja, korrekt. Pause Biene, das ist korrekt. Dann hast du schon das zweite Chapter. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Hier gibt es Kupfer. Kim spielt mit. Lass mich dich doch mal streicheln. Kim spielt mit dem Kleinen. Hi. Ja, wie gesagt, ich spiele hier gerade Fange. Also nicht wundern, dass der bei uns heißen die Haie so wie einige unserer Zuschauer. Die haben auch entsprechend ihre Namen. Wenn ich mal hier dran vorbeikomme, wenn Kim hier mit Limit vorbeikommt, dann kann ich das mal zeigen. Und immer wenn ein Hai. Immer wenn ein Haier stirbt, kommt ein neuer Zuschauer. Definitiv, die Musik ist auch sehr entspannt. Wir brauchen eigentlich mehr Dreck, weißt du das? Dreck wäre mal schön. Guck mal in die Küche. Nein, Spaß. Wir haben den Haien auch immer Namen gegeben, aber nicht von Zuschauern, die heißen dann Gisela oder Harald. Ja, die haben die. Vogelscheuch heißt gerade Herbert. Genau. Also die Haie werden durch Zufall generiert, die Namen. Die geben wir nicht vor. Also ich habe die zwar vorgegeben, aber welcher Hai wann wie auftritt, das ist zufallsgeneriert. Gisela! Kann ich dir mal zeigen, warte mal, ich schwimme mal kurz rüber. Ich guck mal, wo Kim gerade spielt. Ihr könnt leider nur meine Sicht sehen, nicht Kims Sicht. Wo spielt denn ihr gerade? Hinterm Schiff. Hinterm Schiff? Ah, da. Ich muss gerade kurz was essen. Von daher hat Limit gerade kurz Pause. Da seht ihr, da steht da sogar drüber, Limit TV. Ist gerade unser. Hallo, Limit. Er tut aber nichts, der ist brav. Der ist gut erzählt. Also die greifen tendenziell schon an, aber wir haben eine Mod drin, wegen der Hai-Maske denkt er, wir sind auch ein Hai. Dann tut er uns nichts, weil wir ganz cool sind. Dann kann man halt hier wirklich in aller Ruhe das absammeln. Was man so braucht. Oh, Limit, ich komme wieder zu dir. So. Nein, ich will keine Muschel. Da ist eh nichts drin. Noch ein bisschen Sand. Hallo, Limit.
Boom. Können wir ja bloß wieder Hai essen. Ja. Gewonnen. Hast du den Limit umgebracht, ja? Nein, ich habe ihn gefangen. Ich habe doch gesagt, wir spielen Fang. Okay, und das heißt jetzt? Jetzt sagt er dich? Oder kann er sich dich nicht mehr fangen, weil er total erschöpft ist? Der muss jetzt erstmal schlafen. Da muss ich erstmal ein neuer Spielkamerad finden. Ja, also ist Limit tot. Vielleicht. Wenn Limit jetzt in den Stream kommt und das sieht, dass du ihn umgebracht hast. Ich meine, Amaro war vorhin auch schon geschockt, dass du ihn umgebracht hast. Ich habe jetzt jeden umgebracht bisher. Das stimmt. Und seitdem die Namen haben, umso gerne, ne? Vielleicht. Ja. Ja, war ja klar. Ach, die Frau. So. Oh, ich mach was drin. Hey, ist lecker. War nicht gerade noch Schrott? Nicht? Doch. Wenn du soweit bist, dass wir weiter können, musst du sagen, ne? Wenn du schon alles abgetaucht hast, können wir es gerne machen. Ach so, im Groben und Ganzen, ja. Auch 100%ig wird es nicht alles sein. Na, dann mach mal weiter. Ja, warte, ich gehe nur noch an Deck. Darf ich das da hoch? Bitte! Nein. Gut, ich gehe zum Hintereingang. Was? Nee, hinten ist nochmal der Eingang. Was? Vom Schiff. Ah. Du Ferkel. Ach, die Frau. So, ich bin an Bord, Sie dürfen. Bist du auch an Bord? Ja, ich bin oben. Gut, schon muss ich sicher sein, nachdem ich schon den Anker hochgezogen habe. Ja, mach halt, ne? Ja, habe ich auch. So, Kupfer. Eisen. Hier kommt der Schrott rein. Da das. Papa. So, was haben wir hier noch Schönes? Die Bäume wachsen noch. Oh. Was denn? Ich krieg gerade voll die Schmerzen in der Schulter. So, da ich aber letzte Nacht kaum geschlafen habe, gehe ich heute früh ins Bett, wünsche euch noch viel Spaß und sage bis bald. Bis bald, Brausebiene. Mach dir einen wunderschönen Abend. Schlaf schön, träum süß. Und vielen Dank nochmal für den Raid und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Das mit dem wenigen Schlaf kann ich voll nachvollziehen. Dann gute Nacht und schlaf gut. So, wo war ich denn jetzt hier? Nee. Gerne, du eine klingt ganz komisch. Das klingt so. Finde ich so nicht. Ja, aber gern geschehen. Also für die Aussage, logisch. Ja. Ich rede mich hier auch wieder um Kopf und Kragen, ich merke schon. Ja. Gut, ich halte die Klappe. Muss hier das Geländer abbauen. Haben wir schon eigentlich? Hast du schon wieder eingestellt? Was? Na, hast du schon wieder Kurs gesetzt oder sowas? Ich habe uns jetzt treiben lassen halt. Okay. Aber wir kriegen ja trotzdem hier unser Zeug. Und wieder kein Holz mehr, hm? Warte. Ich hab gerade gesammelt. Alles gut, schmeiß ruhig rein. Nur ein bisschen was frische. Mhm. Hat schon mal was. Einer möchte einen Scherzkeks vernaschen. Für alle, die neu dabei sind, es gibt einen Flachwitz. Und der ist so flach, dann müsst ihr die Füße hochnehmen, bitte. Oder allgemein ein Witz, der nicht unbedingt immer lustig ist, aber der ist halt, ja. Ich habe hier so ein kleines Büchlein.
Vor allem aus dem neuen Buch. Aus dem neuen Buch von 95. Ja. Nicht 2095. Der Schnitzer kommt nach Hause. Weißt du eigentlich, fragt seine Frau, das Querstreifen dick machen? Na und? Man isst ja schon mal. Wann isst man schon mal Querstreifen? Wow. Versteht ihr es jetzt, wieso die so bescheiden sind? Ja, so ist es halt. Aber der hat ja wenigstens ein bisschen Sinn gemacht. Ja, der hat ein bisschen Sinn gemacht. Ich finde die Namen komisch. Schnitzer kommt nach Hause. Ja, wer ist Schnitzer? Wenn man das wegen sagt, oh, Herr Müller oder sonst was, dann wäre ja was, wo man mit arbeiten kann. Wie sehen die Batterien aus? Noch ganz gut. Du hast mal noch ein bisschen gedreht. Mhm. Und dreht kein krummes Ding, ne? Umso schneller ist es durch. Und glaub mir, das Ganze, das Buch ist noch sehr, sehr dick. Es ist dicker als das andere. Ja. Ich überlege, ob wir nicht vielleicht hier sogar noch eine Reihe nach draußen gehen, so eine Schräge rausbauen, wie ich das schon mal überlegt hatte. Weißt du noch? Was? Ich hatte mal überlegt, hier noch so eine Seite zur Seite rauszugehen. Achso, aber hat man nicht gesagt, wir lassen nur hinten die Tür? Nee. Oben so den quer. Ich wollte ja oben noch so einen Gang nach, wo du dann dran laufen kannst, außen lang. So eine Reling. Und da wollte ich halt, sage ich mal, eine Reihe noch nach draußen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt schon eine Reihe nach draußen gehe, um dadurch mehr Platz zu haben. Und dann hast du aber oben dann den Gang oder so. Mal gucken. Und hatten wir jetzt aber nicht gesagt, wir lassen das? Wir lassen nicht, aber wir haben gesagt, dass erst eigentlich auf der nächsten Etage dann. Oder so, ja. Irgendwie so war das. Irgendwann kommen auch die stärkeren Fangnetze. Ein neuer Hai ist da. Na, wer ist es denn? Wer ist denn der oder die Glückliche? Bin gespannt. Hier ist er, aber ich sehe den Namen gerade nicht. Nee, ich kann auch noch keinen Namen sehen. Komm, zeig dich. Cinder, der Martin. Das war doch Martin, oder? Was? Ja. Cinder? War doch Martin, oder? Ach, Cinder. Ja, also Cinder. Ich nenne immer Cinder. Ich Cinder. Ja, ja, richtig. Das ist der Martin. Oh, Martin! Geh mal dich zum Fressen gehen. Das sieht schon cool aus, jetzt so, wenn du hier so aus dem Fenster guckst. Nicht wundern, wir fahren absichtlich quer, damit wir einfach mehr Müll einsammeln können. Und deswegen haben wir das einfach mal rotzfrech gemacht. Wir sind Querfahrer. Nicht zu verwechseln mit Querdenker. Wir sind Querfahrer. Genau. Ich denke, ich langsam mal wieder eine Insel mit einem Händler oder sowas. Ich könnte eigentlich in der Zeit, während wir jetzt gerade hier sammeln, oder während du gerade da sammelst, noch ein bisschen angeln gehen. Dass wir hier noch ein bisschen was. Könnte sein, dass wir aber gleich gegen die Insel stoßen. Weiß nicht, ob es vom Platz her passt. Könnte gerade so werden.
Könnte aber auch die Schnauze abreißen. Ach, das passt. René, mein Lieber. Es ist so flauschig. Ich werd Wahnsinn. Es ist so flauschig. Ach nee, René, war doch vorhin schon mal da. Hat doch sein Abo vorhin da gelassen. Aber René ist gerade flauschig. Wollte ich gerade ganz lieb begrüßen. Aber du warst ja schon da. Ich brauch dich ja gar nicht begrüßen. Dann begrüßt du ihn halt nochmal, weil doppelt hält besser. Hast du das denn nicht gelernt? Nein. Dann begrüß ihn bitte jetzt nochmal. Doppelt hält besser. Hallo René, schön, dass du diesen Stream eingeschaltet hast. Ich freue mich über deine Anwesenheit. Kim sicherlich auch. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt auf diesem Kanal. Okay, das ist natürlich ungünstig. Es ging um Querfahren. Weil wir mit unserem Schiff querfahren. Und da habe ich gesagt, wir sind Querfahrer und das ist nicht zu verwechseln mit Querdenker. Genau. Und Coco möchte jetzt noch einen kleinen Keks naschen. Kekse! Ein Herr kommt in die Konditorei. Ich möchte bitte rumkugeln, wenn es Ihnen Spaß macht. Wir haben gerade gewischt. Rumkugeln. Aber den finde ich geil. Oh, jetzt habe ich meine Kamera verdreht. Mein PC. Aber den muss ich sagen, den fand ich jetzt gut. Oh, rumkugeln wäre mal wieder schön. Ja, dann auf dem Boden oder was? Da kannst du ein bisschen rumkugeln. Hallo, anbeißen. Ach. Nein, das Volk ist nicht quer. Jetzt sind es nicht bei uns. Hier. Also, sind wir quer? Entschuldigung, bitte. Also, vom Schiff her? Wir fahren nur quer. Aber prinzipiell ist hier jeder gern gesehen im Stream. Egal ob quer oder nicht quer. Nur wie oben. Quer oder gerade. Genau. Nur geradeaus. Sammelst du unten ein gerade oder was machst du gerade? Ich sammle hier unten ein, ja. Sehr schön. Dann bietet sich das gerade an, ich angel und du sammelst ein und dann kann ich wieder danach weiterbauen. Und was ist mit den Längsleuten? Das sind halt dann Längsleute. Genau, die sind auch willkommen. Ach, der Mond da oben. Sieht irgendwie so gekünstelt aus, als anstatt der ganz anderen Grafik vom Spiel sieht das irgendwie so sehr gekünstelt aus, der Mond mit seinen Kratern. Ist da jemand schon wieder müde? Oh, es ist ja schon um 9. Es ist genauso wie lang und kurz, Leute. Vor allem, oh, schon wieder um 9. Ja, ne, wir haben gerade erst angefangen mit dem Stream. Bist doch gerade mal 2,5 Stunden dabei. Mein Angel ist kaputt. So. Ein Schüsselchen. Dann nehmen wir eine schöne Kartoffelsuppe. Und setzen wir gleich eine neue an. Sehr, sehr lecker. Und dann. ETF, ich dachte, jetzt wäre hier so richtig viel Holz reingekommen und sonst sowas. Das sind da 21 Bretter. Ich hatte jetzt eigentlich mit viel mehr gerechnet. Nein. Ich habe trotzdem mit viel mehr gerechnet. Viel mehr hast du darum um dich herum. Bitteschön. Danke. Ach, die Frau. Ja, wenn du schon immer sowas bringst. Ja, bei mir ist man das gewöhnt. Der Mond ist das jetzt also schlimm, dass ich sowas gesagt habe? Nein, ist nicht. Wollt ihr nicht die Kartoffeln auf den Boden schmeißen? Oh,
kaufen. Ja, genau. So. Und da ist mal eine halbe Woche nicht da. Das ist schon, da siehst du mal, was in den letzten Stream passiert ist. Das ist außerdem bloß die unterste Etage haben wir heute fertig gebaut. Die haben die letzte Mal schon gut ausgebaut und jetzt ist die halt schon, ja, die wächst. Ja, Rolle hat ja letztes Mal hier weitergebaut, als ich ja dann schon weg war. Das war aber nur noch 1,5 Stunden ganz gemütliches Bauen. Einfach nur just for fun, ohne viel Tamtam. Wir haben hier nichts Storytechnik oder sonst was, kann man es reine wegbauen, weil das so entspannt ist. Also ich finde das mega entspannt, ich kann da gut abschalten dazu. So, Fenster. Und hinten kommt jetzt ja, wie gesagt, der Gartenbereich rein. Den werde ich jetzt auch als erstes bauen, bevor wir dann den Tierbereich bauen. Da baue ich jetzt nämlich hier dann erstmal zu und dann setzen wir nämlich nach und nach die Pflanzen nach hinten um. Aber der muss halt erstmal werden. Ich überlege, wenn man das jetzt hier nochmal so drüber setzt, das sieht bestimmt komisch aus. Wir machen es eher zu. Ist das alles mit TÜV? Die waren die ganzen Kranpläne waren Plätze waren verdichtet, da musst du dir keine Sorgen machen. Wir haben jeden Kran eigentlich nicht abgenommen. Und ja. Also mach dir keine Sorgen. Wir haben drauf geachtet, TÜV war auch schon da, aber das ist ja noch in der Bauphase, also da wird sich noch einiges ergeben. So. Wir müssen dann nachher nur mal gucken, wie viele Setzlinge du denn, wie viele Setzkästen wir dann brauchen. Hm. Wir werden ja nicht komplett mit wie viele Pflanzen wir haben. Ich würde halt für jeden Setzkasten ungefähr eine Pflanze machen. Also eine Sorte. Andersrum ein Satzkasten pro Sorte. Du hast schon verstanden, was ich meinte. Ja. Gut, dann bist du wenigstens eine, die es versteht, was ich sage. So, gehen wir wieder hoch. Wie viel haben wir? Wie viel Holz haben wir gekriegt? Es wächst doch. Das muss nur vier Etagen hoch werden, weil diese Pflanzen hier ja relativ hoch sind, die Bäume. Und ich würde die Bäume schon hier gern irgendwie positionieren. Und die anderen Pflanzen dann alle daneben. Wäre auch schön, wenn wir die Setzkäste in einer anderen Form hätten oder so. Kleine, mittlere, große Anbauflächen. Wir können dann, glaube ich, auch Verschiedenes anbauen. Wir müssen dann auch für die Blumen ja was zum Anbauen haben. Wenn es dann soweit ist. Ja. Was ist denn los? Nicht. Kannst du nicht mehr sitzen? Ja. So ungefähr. Ich verstehe. Holz landet wieder im Inventar. Ach du, oder warst du gerade eine Holzkiste? Nee. Warte. Na, euch geht's auch gut. Ich frage mich, welches Tier wir brauchen, um Wolle zu kriegen. Ich habe jetzt noch kein Schaf gesehen oder sowas. Ich habe. Kenn dich hier, kleines Tieglein, was uns Milch gibt? Ich wollte gerade sagen, und das hier, Verona Blackout, das war das Häschen, das. Dein Hey Hey, auch dein Nickname war gerade oben drüber angezeigt. Das sah gerade ganz putzig aus. Bin ich jetzt mein eigenes Essen, ja? Sozusagen, ja. So könnte man es beschreiben.
nutzen. Dann würde ich nämlich fast die Treppe, die andere Treppe hier lang hochbauen später. Jetzt noch nicht. Das ist jetzt schon nur schon wieder Gedankenspiele bei mir. Halt. Was wird dann hier? Hier. Eine Doppeltreppe wird gar nicht gehen, sehe ich gerade, weil der Doppelgeländer hat. Und die Treppe sieht halt so 0815 aus. Sie sieht halt nee. Die könnte man nehmen. Die hat schon wieder Geländer. Blockauswahl mittlere. Was für Blockauswahl? Mittlere Mausbutton, rechte Mausbutton. Das ist drin. Keine Ahnung. Okay, man hatte mir Holz gebracht. Darf ich wieder ausgeben? Das brauche ich. Wir können ja in der nächsten großen Insel, wenn wir mal einen Händler sehen, da mal anhalten. Dass wir da mal mit dem Händler handeln. Dass wir da mal ein bisschen was machen können. Kann ich hier eigentlich jetzt auch? Ah, ich kann sogar hier, ohne dass ich den Köder nehmen muss, Köder nutzen. Das ist natürlich praktisch. Dann angle ich nebenbei mal wieder weiter. Spannung, ich weiß. Sieht schon cool da hinten aus. Bis jetzt dieser nächste Anfang, was da jetzt so kommt. Ein Rochen. Hallo Rochen. Was für ein großer Rochen. Könnte mal so ein Händler auf so einer Kleininsel sein, hätte ich auch nichts dagegen. Gerne, weil da kommst du ja mal ran oder sowas. Da brauchst du nicht erstmal gucken, dass du hier irgendwie überlebst, wenn du an diesem Vieh vorbeirennen musst. Hallo Möwe. Ja, setz dich ruhig. Ich tue dir nichts. Nö, nö. Willst du einen Fisch angeln? Ich angel gerade ein. Na Martin, du auch hier. Ach. Ach, ist das idyllisch. Und wir räumen den ganzen Ozean auf. Muss man ja auch positiv sehen. Also zumindest schmeißen wir keinen Müll mehr weg, ne? Außer, dass wir daraus Müllwürfel machen. Ich höre mal nur Kim und Nolum. Und dann ab und zu mal ein Mäh da hinten. Oder ein Bock. Was? Das Hühnchen. Ich könnte mir dann vorstellen, dass wir dann später so ein Tiergehege machen, wo halt alle Tiere gemeinsam drin sind, oder? Was denkst du? Ja. Könnte vielleicht cooler oder wollen wir so einzelne Buchten machen, wo jedes Tier für sich ist. Jede Tierart. Dafür haben wir gar nicht so richtig den Platz. Wir machen ein ganzes. Würde ich sagen. Muss mal gucken, ob wir Gras vielleicht auch schräg setzen können. Oh, Schillis, hallo. Schildkrötenmotivation. Nicht? Oder nicht? Tschüss.
kein Holz dazugekommen in der ganzen Zeit jetzt? Doch, ich muss aber erstmal hier. Ach, du hast noch alles im Inventar, oder was? Achso, doch, es ist Holz dazugekommen. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, bei mir steht 5 von 6 angezeigt. Was? 5 von 6? Ja, 5 von 6, also 5 zeigt er an. Nö, hier unten ist 75 mal Holz. Warum zeigt er mir nur 5 mal an? Wahrscheinlich, weil es in deinem Dings drin ist, in deinem Inventar und das, wahrscheinlich vorhin noch jetzt nicht gesteckt hat. Jetzt zeigt das an. Bei meinem Inventar ist nichts drin an Holz. Sehr schön. Können wir mal gucken, wie weit wir jetzt rüberbauen müssen. Wenn die Bäume fertig sind, würde ich die fast hier hinstellen wollen. Hier hin. In der Hoffnung, dass die da nicht herausragen. Könnte herausragend werden. Ja, das wäre nicht so geil. Und die Dinger. Weiß ich auch noch nicht. Ich überlege jetzt, machen wir jetzt hier zu oder machen wir hier hinten zu? Oder wir machen mittig zu. Wir machen erstmal hier. Na toll. Das solltest du nicht machen. Nee, das nicht, dann werden es wieder im Inventar. Bäume, seid ihr fertig? Nein, noch nicht ganz. Dann gehe ich noch ein bisschen angeln. Zack. Platsch. Das sieht schon mal interessant. Bin gespannt, wie es da mal von außen aussieht, wenn man das Schiff mal wieder von außen sehen, den hinteren Bereich. Hm. Das Anstreichen wird vor allem lustig, wenn man von außen. Die verschiedenen Etagen, wenn man gar nicht mehr von außen rankommt, an die Höhen. Muss man da gucken, was sie macht. Wahrscheinlich mit einem Art Gerüst oder sowas. Hey, see you. Du siehst mich? Nee, ich meine die Möwe, die hier gerade im so. Über unserem Boot kreist. Hm. Keine große Insel oder so in Sicht. Schimmergarnele gefangen. Na, lass es. Alle eitern sehr schlecht raus. Ich glaube, wir haben gerade gar nichts so wirklich angepflanzt, ne? Glaube ich jedenfalls. Hm? Ich glaube gerade gar nicht so wirklich was angepflanzt. Dass die uns was klauen würden. Hallo Martin, nein, das ist der Angelköder ist nicht für dich. Lass mal sein.
So. Noch ein oder zwei müsste ich angeln können. Möchte? Nein, leider. Nicht runterfallen. Schön ist immer, wenn die Beine runterfallen und dann noch im Kabel hängen bleiben und alles, was da dran hängt, noch mit runterreißen. Nee, das hat sie nicht gemacht. Das schafft Ava immer ganz gut. Na gut, Ava sitzt aber auch auf der Seite bei dir. Bei mir sitzt da leider nicht. Ne, stimmt. Aber auf der anderen Seite wäre es für mich unangenehm. Finde ich da nicht gut. Warum wäre es für dich unangenehm? Ich weiß nicht, ich mag das auf der linken Schulter lieber als auf der rechten. Weil rechts muss ich immer rüberschauen, links muss ich, kann ich peripher betrachten. Ich würde erstmal ganz kurz um die Ecke springen. Hatte ich auch gleich vorgehabt, aber dann geh du erstmal. Wir können auch kurz Pause machen. Nein, dann müssen wir spielen, neu starten, alles gut. Guck, dass du gut gelevelt bist, dann ist alles gut. Gut, dann bis gleich. Jo, bis gleich. So, wir probieren. Ich überlege jetzt gerade, entweder wir bauen es hier hin. Oder wir bauen es in die Diagonale. Was wird das da hindrehen? Nee, ich denke mal, hier passt. 4 Bäume sollten schon reichen. Ich denke mal, mehr brauchen wir nicht. So. So, da haben wir nämlich 4 Bäume hier. Die stehen zwar vor dem Fenster, ja, das ist richtig. 1, 2, 3, 4. Hier wieder Stock auf Wellengang. Na, mal gucken. Können wir hier noch so, warte? Ich finde das mir mit den Lichterketten echt schick. Funktioniert das, wenn ich sage? Jo, 1, 2, 3 brauche ich noch. Einfach so ein bisschen Background-Beleuchtung. Geh mal kurz runter und schauen wir unten kurz nach, ob alles unten los, was Sammeln angeht. Sehr schön, da kommen hier nochmal Wildwürfe. Halt nicht das, sondern Nägel und Co. Ah, Mist. Ich wollte ja keine Glasscheibe bauen. Das gerade war nicht, aber nein. Ich wollte das bauen. Und dann das bauen.
jetzt das bauen. So, da haben wir hier erstmal die Umrandung drin. Hier muss auf alle Fälle noch die Umrandung rein. Jetzt würde ich eigentlich fast hier zumachen. Hier. Ja, die Tiere brauchen dann nicht vielleicht nicht so viel Platz. Achso, da wollte ich vorhin auch gucken. Können wir bei den Tieren die Flächen so bauen, wie ich mir das vorstelle? Es scheint nur gerade Wiese zu geben. Okay. So, da bin ich wieder. Gut, dann schaue ich mal ganz kurz springen. Guck bloß nicht aus dem Fenster. Zu viel Schnee? Das habe ich schon erwartet. Gut, bin gleich. Gefühlt ist es Weihnachten. Hey, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und wir sehen unseren Berg nicht mehr. Na, sehr schön. Gut. Dann gleich wieder da, Clement. Da war ich gerade doch schon sehr geschockt, als ich das gerade gesehen habe, weil ja, Schnee war angesagt, aber ich habe nicht mit so viel Schnee gerechnet. Jetzt ist hier noch eine weitere Wand. Interessant. Ich guck's mir gleich an hier. Erstmal hier. So. Erstmal ein Energy geöffnet. Weil mein Tee habe ich hier auch gleich alle. Oh, hier brütet ja mal wieder eine Möwe. Wie schön. Ach, jetzt sind die Bäume da hinten. Okay. Das sieht ja schon mal gut aus. Dann sammeln wir mal hier unten alles ein. Es ist ja jetzt sehr viel geworden hier zum Einsammeln. Oh, meine Ellenbogen tun weh langsam. So, da bin ich wieder. Was habe ich Schönes verpasst? Nichts, ich habe jetzt erstmal geguckt hier, was du so gemacht hast. Und es sieht doch gut aus. Für einen Umriss, ja? Ja. Sehr schön. Wir müssen jetzt nur gucken, wo wir welche Pflanzen noch hinbauen. Welche Pflanzen du so hast. Wie viele wir wohin bauen müssen. Also ich denke, noch mal eine Reihe Bäume werden nicht verkehrt. Ne, ich würde jetzt noch eine Reihe, das sind ja die Palmen, ich würde jetzt noch eine Reihe Mangobäume machen. Kannst du machen. Wenn die uns auch Holz bringen. Ja, die bringen auch Holz. Und du hast halt Mango. Mango. Ich muss aber wahrscheinlich erstmal hier ein bisschen Platz machen bei deiner Pflanzentöpfe halt Platz brauchen. Nicht die Pflanzentöpfe brauchen Platz, sondern. Wo kommen unsere Müllwürfel hin? Bei Sonstiges? Die Müllwürfel, werden die nicht automatisch sortiert? Ah, ja. Wir müssten eigentlich, die landen bei den Batterien in der Truhe links daneben. Ah, okay. Was, werde ich auch von meiner Frau kontrolliert? Nö, werde ich nicht. Hat sich ja nur angeschaut, was wir gebaut haben. Hat nichts mit Kontrolle zu tun.
Man kann die Blumenbeete an die Wand hängen? Das ist interessant. Das ist sehr interessant. So. Dann müssen wir mal gucken, weil ich wollte ja dann gerne hier, aber nur eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir vielleicht nicht hier. Dass wir das so machen. 1, 2. 1, 2. Wofür brauchten wir eigentlich die ganzen Schrottwürfel? Die brauchen wir für den Händler zum Bezahlen. Okay. Also wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich da noch ein paar herstelle oder wie? Ja, die Schrottwürfel, die stellen wir ja sowieso durch den ganzen Schrott, den wir so verbrauchen, her, automatisch. Und davon durften wir jetzt schon einiges da haben. Ja, von den Schrottwürfeln haben wir jetzt 30. Ja, sieht doch schon gut aus. Entscheidend, was wir ganz dringend brauchen, sind die Fische, weil die Fische sind, bringen diese Goldmünzen, diese Handelsmünzen. Und umso mehr wir bei dem dann Händler kaufen, umso höher leveln wir die und können dann andere Sachen bei denen kaufen. Ja, aber soll ich jetzt trotzdem nochmal Schrottwürfel nicht gezielt. Nur wenn was übrig ist an Müll, wenn die Kiste voll ist, dann da reinschmeißen. Nur dafür würde ich es machen. Ich würde es jetzt nicht separat machen. Meine Meinung. Das wird ja hier nicht passen, wenn ich das hier hinbaue. Na, mal gucken. So. Irgendwie ist das nicht ganz so, wie mir das... Weiß noch nicht. Was denn? Das, was ich hier oben gerade gebaut habe. Weiß ich noch nicht, ob ich das so bauen will. Sieht doch gut aus, finde ich. Ja, ich überlege nur, was dann in die Lücke kommt. Kommt ja dann noch eine Treppe drauf, weil wir müssen ja 2 Etagen nach oben, klar. Ja klar, ich meine, wir können da einfach die Samenkiste reinstellen in die Ecke. Wir können da irgendeinen Pflanzenkübel reinstellen. Fällt mir irgendwie nicht. Warte. Ja,
Dann stellen wir hier lieber die Samenkiste rein. Das dürfte ja so eine normale Kiste ausreichen, ne? Viel zu klein. Na, dann machen wir hier. Ist die Samenkiste hin? Doch, das können wir kombinieren, warte mal. Was? Oh, was zu trinken? Geht's nicht wieder runter. Mensch. Ist ja langsam verwirrend. Obwohl du es gebaut hast. Ja, aber langsam irgendwie verliert man sich ja. Es wird sich noch in Fleisch und Blut gehen. Wo welcher Aufgang ist. Selbst das kann man an die Wand hängen, okay. Doch, nö, jetzt ist das Schild wieder weg. Ja, Schweine. Jetzt gerne das Schild nochmal. So kann ich gerade nicht machen, weil ich stelle es mir einfach nur davor hin. Weil ich schon Bescheid. Mir fehlen noch ein paar Planken. Und hier wäre es sinnvoll, dass. Einfach nur so ein bisschen dekorativ noch machen. Und die Lämpchen finde ich ganz cool. So, das ist die Mitte. Dahin. Und dahin.